Da sind wir auch schon wieder und es geht hart auf hart weiter mit Magdalene und unserem Versuch mit ihr zu unserem allseits bekannten Freund Isaac zu gelangen. Ja, ich glaube links ist eher der Shop als der Boss. Oder was ganz anderes, okay, gut, auch kein Problem. Ich kann mir jetzt einfach weiter hinterhalten und so alle durchbohren, kein Problem. Ah, das geht recht schnell. Okay, ich bereue es jetzt wirklich, dass ich das geopfert habe für nichts und wieder nichts. Eine Super-Trololo-Bombe, natürlich. Schön. Ich bekomme nur Pechsachen. Gefällt mir eigentlich nicht so sehr, aber... naja, kann man auch nichts dagegen machen. Unsere kleine Bombi-Meister. Ich habe keinen Bock jetzt schon zu sterben. Oh mein Gott. Ah, ich habe gewusst, dass der untere das ist, aber nein. Ja, da unten haben wir noch Herzen. Ich habe keinen Bock, jetzt weiter hinter zu laufen. Und so besiege ich jetzt einfach alle. Ich durchbohre sie. Ja. Tschüss. Au. Mein Gott, was haben die für Probleme? Mom's Pearl ist wahrscheinlich besser, da wir mehr Seelenherzen finden. Und Seelenherzen natürlich, die... Welt beherrschen. Der Hermit. Eigentlich brauche ich nicht den Schlüssel da unten zu holen, weil wir eh genügend Schlüssel haben. Also von daher, nächster Boss. Chubby chub 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 chubby chubby chub chub chubby chubby chub chub chubby chub 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 chubby chub 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 chubby chub 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 chub. Au. Jetzt hat er mich angefasst und jetzt ist er vergiftet. Hat er Pech, 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 hat er Pech. Da hat er Pech. Oh mein Gott, nein, 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 bitte fress mich nicht. Nein, bitte stirb auch nicht. Oh mein Gott. Deine kleinen Monsterchen sind so schnell. Dann nehme ich mir gleich noch ein Herz mehr mit. Und die vierte Ebene mit. Ja. Okay, gleich nach oben. War das ein schwerer Fehler? Ich glaube eher nicht, aber... nein. Was macht die Spinne? Ich such Schutz. Du kriegst mich niemals. Nee. Okay, jetzt bin ich tot. Die Kerze. Oh, die Kerze ist natürlich super. Und ich weiß nicht, ob wir das Yamheart noch gebrauchen können. Also ich nehme das Yamheart noch ein bisschen mit. Minimal. Ja, klar, für die Münze werde ich mich jetzt opfern. Wenn wir natürlich irgendwie ein... super mega tolles overpowered Item bekommen, wo wir Bomben spucken, dann werde ich natürlich die Kerze lassen, aber jetzt schaut es eigentlich recht gut aus, dass wir die Bombe mitnehmen und damit irgendwie den Run schaffen können. Ja. Ah ja, stimmt, ich habe ja jetzt die Leiter und kann überall durchgehen, wo ich will. Ja, außer auf Stacheln und durch solche Pupsgegner. Gut, ich nehme die Kerze mit. Eindeutig. Die Kerze soll mich retten und vor Ärger bewahren. Ein Schlüssel noch für unterwegs. Die Kerze noch für unterwegs. Ach ja, es läuft eigentlich relativ gut. Ja, natürlich. Wie weit seid ihr eigentlich am weitesten gekommen in euren Isaac Runs und was habt ihr so für Items da gehabt? Das würde mich brennend interessieren. Habt ihr auch mal den D6 mal ausgelassen oder habt ihr ihn immer benutzt? Und habt ihr auch mal Piercing-Schatz bekommen oder war das auch nur Zufall? Hey, ich habe ja noch einen Goldraum, habe ich vergessen. Ja. Was gibt's hier? Den Ort Mushroom. Dadurch sind wir... ja, was? Wo ist der Nachteil? Wir sind langsam angeblich, glaube ich. Schießen immer noch so weit, haben denselben Schuss, aber sind jetzt stärker. Ich weiß nicht, wo der jetzt der Nachteil dran sein soll. Wir haben sogar noch ein
One-Up bekommen dadurch. Ja, ich gehe erstmal da rein und bekämpfe den Boss. Da, hallo. Ach, dann besiege ich mal Ratzefatze mit unserer kleinen Kerze. Papau! Ey, du solltest Papau tot gehen. Tschüss. Ein Eternal Heart. Schön. Ja, wenn wir jetzt mal mehr solcher Fleischklumpen bekommen, dann würden wir, Cube of Meat natürlich, würden wir einen großen Cube of Meat irgendwann haben. Und dann könnte er bei Isaac stehen bleiben und wir übernehmen den Kampf. Und unseren Haufen Herzen und natürlich mit unserer Kerze wird das eigentlich relativ einfach, beziehungsweise Eye the Magician da benutzen. Ah ja, stimmt, da gibt's einen Trick. Full Health Pillar ist das, okay. Da gibt's einen Trick, da sieht man ab und zu solche kleinen Linien, hier zum Beispiel rechts oben. Wenn ich jetzt hier entlang gehe, seht ihr, ich kann über die Stacheln gehen. Ohne dass mir was passiert. Aber das ist nur bei manchen, nicht bei jedem. Vergiss das hier. Seht ihr, hier kriegt man Schaden. Purity, aber man merkt nichts. Aber obenrum funktioniert das meistens, nicht immer. Also Leute, vergesst nicht, es funktioniert nicht immer. Ja, das war jetzt gerade ein großer und grober Fehler von mir. Ich versuche den jetzt wieder gut zu machen, indem ich den Supergeheimraum finde, aber das ging wahrscheinlich gar nicht mal auf. Pam! Ah ja, so geht's auch. Nach oben muss ich noch, ja, ein paar Fliegis umbringen. Schön. Yep. Das war jetzt knapp. Oh, da ist ja noch so ein Teil. Eine Bombe wäre jetzt irgendwann schön. Oh, okay, gut, ja. Ich sagte, eine Bombe wäre schön und nicht du. Ey, ey, Missgeburt. Ey, was machst du? Was hast du für Probleme, Alter? Meine Güte, will er mich einfach so umlegen? Ich bekomme so selten das Bomben-Item von ihm, dass die Riesentrololo-Bomben jemanden verfolgen. Aber wenn er meint, okay. Zwei Seelenherzen mehr, schön und gut. Schön und gut. Ja, etwas doof. Besonders so. Schafft man es locker. Oh mein Gott. Verdammt dich. Ah, hasse dich. Gut. War klar, dass hier auch wieder nix ist. Schöne Kacke. Einmal hier eine Bombe mal für nix ausgeben. Ich suche gerade den Super Secret Room, obwohl ich glaube, ich weiß, wo er ist. Leute, ich weiß, wo er ist. Hier unter uns ist er nicht, weil da... Oder es wurde wirklich schlecht platziert. Ich überprüfe es noch einmal. Aber höchstwahrscheinlich ist er da rechts vom Geheimraum aus nochmal ein Raum nach rechts. Oder da, wo die Münze rechts unten ist, aber... Ja, ich vertraue dem Ganzen irgendwie nicht. Und ich sage, dass hier der sein muss. Sag ich doch. Okay, hier können wir ein paar Münzen ausgeben. Wir können den Automaten eh nicht sprengen, Schaparengen. Holen uns ein paar Seelenherzen. Wenn es geht, sogar Krebs. Krebs würde ich jetzt sogar bevorzugen. Lucky Toe mag ich jetzt nicht haben, da ich schon ein anderes Trinket habe. Der Joker, wir können ins Himmels- oder Satansraum. Ach, Lucky Foot. Hätte ich jetzt wirklich... Hätte ich noch ein bisschen warten können. Nein. Und ich habe jetzt gar keine Bomben mehr, gar nichts. Kacke. Warum mache ich so etwas, ohne nachzudenken? Ja, ich gehe mal in den Raum da rein und lasse meine schöne Karte hier und gehe und... Aha, ja, leck mich. Super, schön. Ja, so etwas kotzt mich an, Leute. Tut mir leid, aber so etwas ist wirklich kacke. Da kann nicht mal dieses Herz mehr irgendwas retten. Klar, ich kann hier wieder reingehen, aber jetzt ist der Raum weg. Ich hätte nur noch eine Bombe gebraucht. Nein. Toll.
Nächste Ebene, ein neues Herz, gleich in den Shop rein. Doch nicht den Greedy-Typen erwarten, hier die fehlende Bombe bekommen. Die ich jetzt aber leider auch nicht mehr brauche. Hier noch ein paar Münzen ausgeben. Für den vorletzten Shop ein Steam Cell kaufen, logisch. Die Hirnis, die kann man auch so besiegen. Das ist supi. Und zack. Schön. Die Hirnis besiege ich auch locker so. Locker flockig. Ja, ja, was gibt's hier noch für Gegner? Ach, du. Du bist keine Gefahr für mich. Larry Jr., you are not so evil as you seem. As you seem like. Oh no, oh no, oh no. No, 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 no. Was macht ihr jetzt gerade für ein Hyperdance? I am Hyperdance, you are no Hyperdance. Hyper, hyper, hyperdance. I do the Hyperdance, you are the Hyperdance. Hyper, 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 hype. Ich weiß nicht, was ich singe, Leute. Ich habe einen Musikkrampf, wollte ich gerade sagen. Ein Musikantenkrampf, wollte ich wieder sagen. Ach. Ein Lied im Kopf. Genau. Ein Ohrwurm. Ja, okay. Ohrwurm. Ein erfundenes Lied. Nein. Ja, tschüss. Oh, ein Bücherraum. Was kann da drin sein? The Brook of Revelations. Das werde ich mal einmal benutzen. Ach, du bist so ein kleiner Penis. Ja, er war ein Penis. Nein, er war einfach nur ein Arsch. Was für einen bekomme ich? Distant Admiration. Ah ja, ich habe es etwas mal bei einem Video von Zombie gesehen, dass wenn man Envy als Gegner hat, das war jetzt übelster Fail. Ich weiß nicht, was das sollte. Das wollte ich machen, genau. Wenn man Envy als Gegner hat und blaue Formen kommen, dann soll man schauen, dass man die blaue, nein, nicht bei ihm, das war bei irgendeinem englischen Let's Player, genau. Dass wenn man Envy besiegt und die letzte Form, die man getötet hat, eine blaue Form war, dann wird zu 100% so eine Angriffsfliege kommen. Also so eine, die immer bleibt, natürlich. Das ist wirklich nice. Oh mein Gott, kurz bevor er stirbt, natürlich spawnt der Haufen Gegner, die bringen mir so viel. Nicht. Stirb. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, er ist tot. Und was bekommen wir? Nur doofe kleine Münzen. Und eine Kiste mit einem weiteren doofen Schlüssel. Schöne Kacke. Ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir brauchen ja noch den Goldraum. Ja, ich kann da ein bisschen spielen. Bis 15 Münzen. Oder weiter und länger und ich weiß auch nicht. Eine Fliege, die tot ist. Ja, ich gehe mal weiter. Vielleicht gibt es noch was Besseres. Oh mein Gott, und das war sauknapp. Sauknapp. Kann mir keiner sagen, dass das so knapp war wie... Oh mein Gott. Ah, damn it. Stirbt. Oh, ihr Assi-Viecher. Oh mein Gott. Mann, ihr seid so schwer zu killen. Oh, das ist perfekt. Gut, dass ich das gesehen habe. Und ich habe Angst, dass der Kleine stirbt. Nein, perfekt. Aufgegangen, mein Plan. Tarotkarten. Die sind auch nett. Laden sich aber leider nach allen 6 Räumen erst auf. Der Chariot, wenn es irgendwie Blutmaschine hier gäbe, dann würde ich das ja auch machen. Aber hier gibt es ja keine. Glaube ich. Ich untersuche, bevor ich ein... Die Batterie. 9 Volt. Oh, jetzt hätte ich dann Haufen Karten immer. Haufen Karten. Oder... Das rechargt sich doch noch schneller, oder? Angeblich schon. Ja, etwas. Ich schau mal, wie es ausschaut, wenn wir bei Gegnern sind. Mhm.
Ja, das ist jetzt die Frage, ob ich die Karten nehme oder doch das lasse. Diese Kerze, weil die Kerze ist schon sehr, sehr gut gegen jede Art von Gegner. Und besonders mit Mom kann man ja, Moms Heart kann man ja so sehr, sehr leicht besiegen. Das nehme ich mit. Ach, und ich zerstöre jeden Stein, da ja sein kann, dass da der Damage-Up auch noch dabei sein kann. Muss nicht, kann aber sein. Wäre super toll. Und ich will schauen, was in jedem Raum ist. Okay, die Unbesiegbaren. Ja, das geht eigentlich schon relativ schnell. Lädt sich super schnell wieder auf. Oder es kommt mir gerade wirklich nur so vor. Aber die Karten, ach, das ist jetzt wirklich mal eine Frage. Ach, ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt einfach mal so weiterzuspielen mit der Kerze. Und was war da nochmal? Ah ja, Seven Sins und dieses komische Buch. Nächster Gegner ist... Oh, Gish. Zweiter Begleiter. Ja, die explodieren eigentlich auch. Warum benutze ich nicht das hier? Au, knapp. Komm, 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 hier hin. Nein, hierhin explodieren, du Idiot. Oh Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ein großer Fehler, dahin zu gehen. Au. Ja. Gut gemacht. Beziehungsweise dumm für dich. Und you will die now. Was soll ich gerade sagen? Das weiß ich nicht. Ah ja, ich werde es so lange wie möglich behalten und dann werde ich einfach nur direkt in eine Tür reinlaufen bei Mom und dann wird sie die ganze Zeit attackieren und ich werde sie die ganze Zeit mit der Turret angreifen, solange es halt geht. Also Leute, bis zum nächsten Part, haut rein. Die nächste Folge folgt natürlich morgen, wie immer, wie eh und je und ich bin LPB-Style. Tschüss.